Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Heute möchte ich euch mal meine minimalistische Morgenroutine zeigen. Ein großes Dankeschön geht raus an Blinkist, die der Sponsor des heutigen Videos sind, aber dazu komme ich später noch. In letzter Zeit lasse ich mich sehr gerne von der Sonne wecken. Meine innere Uhr und auch mein Schlafrhythmus sind mittlerweile schon recht gut. Und dazu ziehe ich einfach meine Vorhänge nicht zu und lasse einfach die Sonne rein. Und dann passiert es halt meistens, dass ich so in etwa um 8 aufwache. Falls ich aber einen Termin habe, zu dem ich pünktlich aufstehen muss, dann verwende ich gerne diese Funktion Schlafenszeit auf meinem Handy. Da kann man ganz genau einstellen, wie viele Stunden man denn schlafen möchte und wann man dann zu Bett gehen muss. Und das hat auch eine Funktion, wo dieser Weckton nicht so schrill gleich von Anfang an läutet, sondern langsam lauter wird. Also man auch ganz langsam und behutsam aufwachen kann. Wie ihr ja wisst, bin ich dabei, mein Leben so einfach wie möglich zu gestalten und da macht es mir der Minimalismus um einiges leichter, intuitiv zu leben und es gibt mir ganz viel Zeit, auch am Morgen alles zu genießen und alles langsam anzugehen. Und wenn ich nicht von der Sonne oder vom Wecker geweckt werde, dann meistens von Knödel, weil der geistert schon ab 7 Uhr morgens im Wohnzimmer rum. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Weil Knödel meistens morgens schon ganz dringend raus muss, ist das auch das Erste, was ich am Morgen mache. Ich schlüpfe einfach schnell in die Kleidung vom Vortag und gehe dann gleich raus mit ihm. In letzter Zeit werde ich auch, wenn ich rausgehe, beim Spazierengehen immer achtsamer und lerne auch immer mehr dazu über die Pflanzen, die draußen stehen. Auch zum Beispiel über essbare Wildkräuter, woraus ich mir dann Tee oder andere Sachen machen kann. Das ist ein Thema, das mich in letzter Zeit sehr interessiert. Ich habe ja noch vor 3 Monaten mitten in der Stadt gewohnt und ich muss schon sagen, dass ich richtig dankbar bin, jetzt hier so nahe an der Natur zu leben, weil mir das echt sehr viel Ruhe mitgibt. Normalerweise würde ich mir ja jetzt einen Kaffee machen und da gibt es auch eine super Alternative, nämlich so eine Kaffeekanne, um das müllfrei zu machen. Aber ich bin ja gerade dabei, mir den Kaffee abzugewöhnen. Deswegen mache ich mir in letzter Zeit sehr, sehr gerne Tee und zwar meistens Ingwertee oder Tee aus verschiedenen Kräutern und ich habe auch in Zukunft vor, meinen eigenen Tee draußen im Wald zu sammeln. Soweit bin ich aber noch nicht. Ich versuche besonders am Morgen viele Dinge einfach sehr bewusst wahrzunehmen, wie zum Beispiel Geräusche oder Gerüche. Mittlerweile koche ich schon fast seit 2 Monaten täglich das Essen von Knödel selbst und ich komme immer mehr drauf, welche Sachen er verträgt und auch wie ich sie zubereiten kann.
und auch wie er alle seine Nährstoffe bekommt. Zum Beispiel püriere ich das Essen und koche es, damit er es besser aufnehmen kann. Das, was ihr hier seht, das koche ich nicht jeden Tag, sondern ich mache es eigentlich so wie für mich selber, dass ich fast täglich etwas komplett anderes für ihn mache. Sitz, bleib, bleib. Brav, brav, super. Dann geht es auch schon unter die Dusche. Heute wasche ich auch meine Haare. Und ich versuche immer mehr in Richtung No-Poo zu gehen momentan. Also meine Haare nur noch mit Wasser zu waschen. Ich wasche ja seit 2 Jahren nur noch mit fester Seife bzw. festem Shampoo alles. Ich habe da eine Stückseife, mit der ich alles mache. Aber ich versuche immer mehr in Richtung zu gehen, da nur noch Wasser zu verwenden bzw. nur noch sehr selten, vielleicht alle 2 Wochen oder so, dann wieder mal die Seife zu nehmen. Ich mag es halt einfach gerne, so unabhängig wie möglich zu sein, auch von Produkten, und halt einfach so wenig wie möglich zu brauchen. Und deshalb probiere ich das jetzt mal. Ich habe es auch schon mit Roggenmehl probiert. Das werde ich auch vielleicht wieder mal anfangen. Ja, aber mal schauen, wie es läuft. Ich berichte. Außerdem mache ich auch Wechselduschen. Das heißt, ich dusche vorher sehr heiß, um meine Haare halt zu waschen. Und dann, während ich noch unter dem Wasserstrahl stehe, schalte ich um auf ultrakalt. Das stärkt das Immunsystem. Als Haarbalsam, also um die Haare zu pflegen und leichter zu kämmen, mache ich auch manchmal eine saure Rinse. Dazu macht man einfach 2 Esslöffel Apfelessig mit 1 Liter Wasser gemeinsam in eine Flasche. Das Wasser sollte möglichst kalt sein. Und dann leere ich mir das nach dem Duschen über den Kopf und lasse es als Leave-In in meinen Haaren drin. Der Essiggeruch verfliegt dann, wenn die Haare trocken sind. Ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen eklig an, aber probiert es einfach mal aus. Die Haare werden davon mega geschmeidig. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, aber als ich es dann ausprobiert habe, diesen Trick will ich halt nicht mehr hergeben. Das Einzige, was ich in der Dusche habe und brauche, ist ein Rasierhobel und auch ein festes Stück Seife. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Danach lasse ich meine Haare noch gerne ein bisschen im Handtuch und putze meine Zähne währenddessen. Übrigens kann ich euch eine Bambuszahnbürste oder generell eine Holzzahnbürste als Swap sehr ans Herz legen. Das ist ein sehr geiles Gefühl, finde ich. Dann nehme ich meine Supplements, also nicht alles, was man da bei mir gerade sieht, muss man nehmen. Ich würde empfehlen, Vitamin B12, D3 und K2 zu nehmen. Alles andere, ja, kann man, wenn man will. Ich probiere halt gerade ein bisschen rum. Falls ihr da mehr wissen wollt, folgt mir mal auf Instagram, da erzähle ich mehr darüber. Dann gehe natürlich auch ich wie ein ganz normaler Mensch aufs Klo. Ich zeige euch das jetzt, weil ich euch gerne eine Po-Dusche vorstellen möchte. Ich verwende nämlich seit jetzt mittlerweile 2 Wochen gar kein Klopapier mehr. Das Ding ist einfach Weltklasse. Man muss das nur befüllen mit Wasser und dann da drauf drücken und dann könnt ihr ja euren Intimbereich waschen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr euch trocken macht, Handtuch wäre mein Vorschlag. Danach hänge ich die Sachen, die ich vorm Duschen anhatte, zum Auslüften auf, weil die meisten Sachen, die wir gleich immer in die Wäsche schmeißen, nur weil wir es einmal anhatten, müssten gar nicht gewaschen werden, weil die gar nicht stinken oder nicht dreckig sind. Und in dem Fall hänge ich die dann auf, um sie einfach auslüften zu lassen und die dann nochmal zu tragen. Was ich voll gerne mache, ist es, meine Haare, wenn die noch nass sind, zu kneten, also so nach oben zu kneten. Wenn ihr das kopfüber macht, geht es noch besser, weil ich bemerkt habe, dass ich dann Naturwellen bekomme, ganz ohne Lockenstab oder so. Ihr wisst ja, dass ich ein sehr großer Fan von Sachbüchern bin und dass ich sehr gerne lese in letzter Zeit. Und ihr fragt mich öfter,
wo ich denn auf diese ganzen Buchideen komme. Viele der Bücher, die ich lese, finde ich nämlich vorher auf Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Da gibt's halt einfach mehr als 25 Kategorien, aus denen ihr die Bücher auswählen könnt. Meine Liebsten sind da zum Beispiel Psychologie, Kommunikation, Gesundheit und Ernährung, Natur und Umwelt. Da gibt's halt einfach alles, was mich interessiert. Ich find's halt einfach richtig cool, weil die Essenz von einem Buch auf 15 Minuten zusammengefasst ist. Ich das Buch also in 15 Minuten anhören kann und das Wichtigste daraus mitnehmen kann. Oft gibt's nach den Titeln dann auch noch Tipps und Tricks und Lifehacks, die man in seinen Alltag oder Beruf einbauen kann. Und falls ihr lieber auf Englisch hört, es gibt sowohl deutsche als auch englische Titel. Meine liebsten Titel, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, sind Mit Ernährung heilen von Andreas Michalsen, Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg, Jetzt von Eckhart Tolle und Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Das sind auch Titel, die ich mir immer wieder gerne anhöre, auch wenn ich die Bücher dazu schon komplett gelesen habe, weil ich die Essenz innerhalb von 15 Minuten dann mir immer wieder reinziehen kann. Außerdem kommen auf der App jeden Monat circa 40 neue 15-minütige Titel online. Außerdem gibt es momentan eine Aktion exklusiv für euch. Auf blinkist.de/janaklar bekommt ihr nämlich 20% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich sag's nochmal, blinkist.de/janaklar. Während ich die restliche Morgenroutine weitergemacht habe, habe ich übrigens die Blinks zu Warten von Timo Reuter angehört. Leere Zeit auszuhalten fällt uns heutzutage schwer. In einer Welt, in der vieles mit einem Klick erledigt ist, herrscht null Toleranz für Wartezeit. Aber ist das Warten wirklich so schlecht, wie es sich für uns oft anfühlt? In den Blinks zu Warten von Timo Reuten erfährst du, warum Warten besser als ein Ruf ist und lernst 7 positive Aspekte des Wartens kennen. Ich habe hier übrigens Brot vorbereitet, das ich dann die nächsten Tage habe. Und dazu verwende ich einfach Roggenvollkornmehl, Wasser, Trockenhefe und alle möglichen Samen und Nüsse, die ich gern reinhaben möchte. Dann habe ich mir auch noch ein Smoothie gemacht aus einem Beerenmix, Banane, Spinat, Leinsamen, Wasser und Mandeln. Außerdem presse ich mir in letzter Zeit sehr, sehr gerne frischen Orangensaft. Und schaut mal, wie wunderschön so eine Orange eigentlich aussieht. Zum Frühstück habe ich mir dann Haferbrei gemacht oder auch gerne Porridge genannt. Und da habe ich dann reingetan Sojacrisps, gefriergetrocknete Himbeeren, Maulbeeren und Cashewnüsse. Und obendrauf habe ich noch Haselnussmus getan und Dattelsirup. Momentan bin ich auch wieder am Intervallfasten, das heißt, dass ich nur 8 Stunden am Tag esse und dann 16 Stunden Esspause mache und dann versuche ich auch meine Mahlzeiten richtig zu genießen und mich nicht nebenbei zum Beispiel mit dem Handy oder mit Fernsehen oder so abzulenken, sondern mich wirklich aufs Essen zu konzentrieren. Meistens beantworte ich dann auch so gegen späten Vormittag alle wichtigen E-Mails, damit ich das auch aus dem Kopf habe. Nicht jeden Tag, aber immer öfter meditiere ich auch gerne. Falls ihr auch gerne anfangen wollt zu meditieren, aber nicht wisst, wie ihr starten sollt, dann kann ich euch Mehdi Morrison ans Herz legen. Die verlinke ich euch gerne in der Infobox, falls ihr möchtet. Die macht geführte Meditationen auf YouTube, die recht cool sind. Auch Yoga-Stunden macht die.
Mittlerweile ist es auch schon Mittag, das heißt, es ist eigentlich gar nicht meine Morgenroutine, sondern meine Vormittagsroutine. Und meine Haare sind auch schon trocken. Wie ihr sehen könnt, habe ich so leichte Wellen jetzt. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich würde sagen, danke an Blinkist für die Zusammenarbeit und euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video.